Heute machen wir aber was ganz Besonderes, und zwar wir gehen rein in das nächste Hugo-Video, und zwar Reaction Hugo. Was ganz Besonderes. Kommt nicht so oft auf meinem Kanal, aber passt. es tut mir leid. Gehen wir rein, Abfahrt. Bin ich sehr gespannt. Das ist ein Jackpot, wenn man keine Nachbarn hat. Moin moin und rein da. Abfahrt. Abfahrt. Du guckst nicht? Du guckst nicht? Hör mir zu. Du lässt deine Augen zu, okay? Augen zulassen. Wallah, ich seh nichts. Okay. Auf. In die Küche bringen. Ja, lass mal. Der Arme. Oh, was macht Hugo? Was macht Hugo da oben? Hugo, tu's nicht. Basti. 25%. Guck mal, du bist an dieser Linie. Wir wollen auf den Mount Everest, aber du bist gerade auf der Zugspitze. Du musst einfach mal ein bisschen hasseln, du kleiner Rester. Basti, ich werde den Sound abspielen und du musst improvisieren, okay? Okay. Sonniger Freitagnachmittag und wir sind hier live auf Vox mit meiner neuen eigenen Sendung. Und zwar werden heute... Das Spiel ist sehr lustig. Ich glaube, wenn man das mit Kollegen spielt, kann das schon sehr, sehr lustig werden. Man geht, also das ist ein Horrorspiel, glaube ich eigentlich. Man geht so in so ein Raumschiff rein und dann musst du das alles filmen für einen YouTube-Content. Und dann musst du es irgendwie uploaden, also dann musst du die Kamera irgendwo reintun, dann kriegst du so ein CD, das tust du in deinem Fernseher rein, also im Spiel halt, ne? Und dann kriegt man irgendwie Aufrufe und dann sind da sogar Live-Kommentare. Ich hab Gigant Stream mal angeguckt, wo er das mit Assi TV gespielt hat. Der, ja, bei den beiden ist das so lustig, ne? Ich weiß ja, ist so geil, wenn die beiden zusammen das spielen, weil beide haben so Humor, das ist geisteskrank. Das ist wirklich krass. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn man richtig geile Kollegen, also ne, mit ein paar Kollegen, das, ich weiß gar nicht, kann man das zu viert spielen, zu dritt nur, weiß ich nicht. Aber kann ich mir schon geil vorstellen, wenn man da zu viert zockt, wäre schon geil. Drei Hunde gegen drei Maschinen kämpfen, wer am Ende gewinnt, das werden wir dann sehen. Ah, hier, ja, gut. Allein seine Lache feiere ich schon. Allein, wenn ich seine Lache höre, lache ich auch. Gigant so geil als Streamer. Hier, deine Idee. Taschen ab auf deinen Kokosnusskopf auf. Nicht wieder Gigant, Digga. Geh doch mal bitte wieder ein Jahr inaktiv. Kann der Junge nicht wieder ein Jahr inaktiv gehen? Was denn? Was jetzt schon wieder? Ey. Was? Erwachsener Mann, erwachsener türkischer Mann, sagst du mir. Du kommst von Straße, 21, du bist Frankfurt, du hörst Deutschrap, du bist Frankfurt, du machst mir immer auf Straße, auf Gangster, hier, was ist das denn? Foto machen? Ah, da! Jetzt mach ein Foto! Schnell, beeil dich! Livestream will jetzt kaputt machen, Alter. Guck mal, ich bin jetzt live auf Twitch. Guck mal, das ist einfach Knossi, Digga. Geil. Noch nie hat so sympathisch jemand einen Stream kaputt gemacht. Knossi, Alter! Brandtucher, was geht? Ja, ja. Twitch, was geht ab, Alter? Maniakentwicker, nimm paar Kerne. Brandenburger Tor, legalized, Alter. Grüß ja. Bro, ich mach einen Schritt raus hier aus dem Haus. Mann, ihr versteht's wirklich nicht, ne? Ich gehe hier raus. Warum hat das geklickt? Stehen da wieder 10 bis 15 Frauen. Wollen wieder irgendwas von mir. Weiß ich, wie ich das noch irgendwie machen, schaffen soll. Mal da hingehen. Hast du etwa hier hingeguckt? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, fragen, wohin, was soll, deine Leggings so besonders machen. Was ist das für ein Ding, Jonas? Habt ihr auch so einen String drin? Ja, natürlich. Hier oben auch. Das mal ein Ding bei dir, weil du. Jetzt ist aber hier. Wenn ein Vogel keinen Bock hat, mir zu fliegen, fliegt er halt nicht mit. Ja, also ich habe so einmal in Minecraft gefunden. Ja? Ja, und dann habe ich mit meinem Schwert, wollte ich einen Zombie hauen, habe ich ihn angezündet. Verpiss dich. Oh mein. Oh nein! In meinem Kopf habe ich mir schon vorgestellt, wie wir zusammen in meinem Haus wohnen. Der hieß Lil Peep. Hast du gelitten?
Das war echt schlimm, aber ich habe mich auf die Suche gemacht und seinen kleinen Bruder dann gefangen. Zu Recht. Und mit mir nach Hause genommen. Das war echt ein schlimmer Tag. Aber vielleicht haben die es gehört. Die erfüllen uns jeden. Tschüss. Die erfüllen uns jeden Wunsch. Oh. Aber. Geben wir auch nochmal Salz? Ey, was kalt nicht. Guck mal hier, der Wind. Ich werde voller Salz. Übertreib nicht, Junge. Übertreibst du jetzt nicht. Ich, du hast alles gar nichts. Voller Pfeffer, Digga. Andere haben gar nichts. Ich kann doch gar nichts dafür. Geht's doch, oder was? Ja, komm, ess jetzt, ey. Digga, ich bin voller Pfeffer. Meine Nase ist übelst angejocken, Mann. Jetzt haben die ja doch zwei Stücken gemacht. Nee, der. Ja, mal noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen, was soll ich noch bezahlen? Rein da, ist so. Oha. Ja. Machst du nicht? Und nee, ne? Du bist ja so ein Dulli, der. So ein Dulli, Digga. Hast du dich auf die Hose gejickst? Mhm. Kannst du auf meinen Schuhen unterschreiben? Nee, auf keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall, Digga. Hier, dreimal auf keinen Fall. Hier, erstmal. Hier ist gar kein. Ist das eigentlich. War das. Es tut mir leid. Oh Mann, ich bin so durcheinander, Mann. Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. So, zum Beispiel, guck, ich mache jetzt ein Foto von mir. Ich will jetzt wissen, woher mein T-Shirt kommt. Also mache ich so. Kreist es ein. Naja, jetzt. Auf jeden Fall. Wie geht's euch, Leute? Ich schwöre bei Gott, wenn noch ein einziges Mal das Spiel abstürzt, ein einziges Mal der Abholhelikan und Glitch oder die gerade passiert, ich rufe beim Kundensupport an und dann geht's in den Twitch-Urlaub, weil ich werde die so durch beleidigen. Jetzt ist das Maß voll. Oh mein Gott, ich wäre so mad gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Nein! Jetzt! Bugs! Spiel! Carsten würde dir alles empfehlen, genau die 6. Zählung. Deiner Mom würde ich empfehlen, dass die endlich mal stabile verteilt. Im damit ein kleiner Engel endlich mal wieder vernünftig Essen auf dem Tisch hat. Und damit aus. Digga, so eine Scheiße. Ich war mit einem Kollege einkaufen. Ich dachte, ich hab Butter gekauft. Digga, ich hab Eis gekauft mit Buttergeschmack. So eine Scheiße. Ja, wir müssen noch Eis mit Buttergeschmack? Jetzt aber ernst? Machen wir weiter, ohne zu reden. Hier ist alle mies scheißen. Oder? Nee? Stream. Digga. Ist das der echte? Das ist der echte DFB-Pokal. Nee, so oder? Also, nee, hä? Ja, ja. Ist das wirklich? Nee, ne? Nee. Halt mal, Beschwerde ist. In Entwende. Boah, was? In der Gruppe. Wir wollten dich fragen, ob der hier so einrichtungsmäßig reinpasst. Ja, ja, ich könnte was freimachen. Hier, ja, du denkst nicht kaputt. Ja, perfekt, Digga. Okay, sorry, Thomas. Scheiß auf den Pokal, Hauptsache dein Leben. Stopp! Ey! Ey! Die sind auch geisteskrank, ne? Stäbchen rein, Spender rein, da kommen wir bei Bock 4. Zangami, 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 Please. Das sah wirklich aus wie Mbappé, ne? Ich schwöre, das war Kylian Mbappé. Ich schwöre, Chip. Bruder, bitte. Ich muss das nochmal sehen, ja. Ja.
Sammy und Jordan, ne, die sind auch, ich guck da auch manchmal ab und zu rein in den Streams, die sind auch geisteskrank, ne, was die da machen. Aber gut. Ja, geiles Video, passt. Like da lassen. So nämlich. Und ihr lasst auch ein Like da. Wir sind auf dem Weg zu 100 Abonnenten. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jeden Tag um 15 Uhr ein YouTube-Video. So, und tschüss. Tschüss. Tschüss.